Huch. Hallo, Josh. Ah, Kundschaft. Das sieht man gern. Was kann ich für dich tun? Hab ich einen Trank für dich? Tatsache. Ich habe hier einen Heiltrank für dich von Belschwur. Danke. Ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Ich bin der Nachfolger von Delgado. Oh, das hört man gerne. Willst du ein Bier? Geht natürlich aufs Haus. Das ist aber nett. Aber ich darf nicht, weil wenn das vergiftet ist, dann... Nein, erstmal nicht. Wie du meinst. Ich werde mir aber erstmal eins genehmigen. Das tut gut. Warum bist du hier? Ich mache erstmal Ende und dann speichern und dann Gold abholen. Ich wollte das Gold abholen. Ach, so ist das. Mhm. Was ist? Wenn du unbedingt willst, bekommst du natürlich dein Gold. 100 Goldmünzen. Wie immer. Klingt, als kommt da noch ein Aber. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber ich hatte mit Delgado eine Vereinbarung. Was für eine Abmachung? Nun, ich habe meine Schulden sozusagen abgearbeitet. Was meinst du damit? Naja, ich habe meine Ohren offen gehalten und Delgado gesteckt, wo man was holen kann. Dafür musste ich dann nichts zahlen. Natürlich gibt es auch ein Freibier. Tipps und Freibier sind in Ordnung. Tipps und Freibier sind in Ordnung. Puh, da bin ich aber froh. Der Laden läuft nämlich nicht besonders gut. Hier ist schon mal dein Bier. Ach, vielen Dank. Ja, Tipps können wir uns später holen. Erstmal, da haben wir den Heiltrank jetzt abgeliefert, aber wo jetzt noch die anderen? Das ist mir gerade ein Mysterium. So gossenmäßig haben wir doch schon fast alles hier abgeklappert. Hier sind die Bauern, hier ist er. Da oben haben wir die schon weggeholt. Gibt es da vielleicht noch jemanden, den wir übersehen haben? Mit Delgado können wir gleich nochmal quatschen. Wache. Bauer. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Gut, kein Heiltrank, bitteschön. So, das ist jetzt bestimmt von der Wache. Hau schon ab! Ja, ich gehe ja schon. Die beiden sind jetzt weg. Delgado können wir nochmal ganz kurz stecken, dass wir keine Kohle bei der Kneipe kriegen. Nee, können wir nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir jetzt noch einen Heiltrank abliefern können und wer uns jetzt das Schlösserknacken beibringt, vielleicht der Typ unten oder das Kämpfen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, dann speichere ich erstmal ab. Das mache ich mal hier, so, Spiel, speichern, speichern. Wann habe ich denn zuletzt gespeichert? Let's Play, zuletzt am 27. und dann weitergespielt am 10. Oktober. Mann, da lagen fast, ja, 2 Wochen lagen dazwischen. Zwischen dieser Aufnahme und der letzten. Ist ja unfassbar. So, speichern. Und es ist momentan 4.21 Uhr. Mann. Kannst ja keinem erzählen. So, ne, also bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss, bis gleich. So, weiter geht es bei Stork Schokoladenrissen und ich weiß überhaupt nicht mehr, was hatten wir denn hier eigentlich, wie immer, nach der Aufnahmepause muss man erstmal wieder reinkommen und sich überlegen, was hatte ich denn eigentlich für illustre Quests hier auf Tasche. Und ich bin auch gerade im Überlegen, ob ich jetzt das richtige Risen gestartet habe oder ob ich es richtig gestartet habe, die HD-Version, weil die Palmen sehen irgendwie gerade so ein bisschen matschig aus, aber notfalls, vielleicht liegt sie einfach an der Entfernung, kann mich auch täuschen. Ich hoffe, ich täusche mich. Ne, Lilly? Ja? Ja, sag ich ja. Und hier hinten waren wir ja auch noch gar nicht. Trotzdem haben wir noch einiges zu erledigen. Wir haben noch ein paar Aufgaben. Ich erinnere mich, wir müssen bei dem einen Typen auch was aus der Bude krallen. Die Mana-Pflanzen mitnehmen, einfache Truhen plündern. Huch.
Was haben wir denn da? Knochen, Wolfsfell und eine Hornmuschel. Und alles unsers. So steht es zu hoffen. Hm. Eine köstliche Minze. Wo kann man denn hier hin? Stuhl. Ein Bett. Und am... Ein Zombie hing am Glockenseil, aber der ist gerade nicht zu Hause, also... Brathering. Sieht ja keiner. So, die Frage ist trotzdem... Ach, wir gucken gleich mal, wir können ja gleich ins Log gucken. Erstmal frage ich den Typen hier. Hey, Jack! Na, mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Das, mein Freund, ist eine berechtigte Frage, aber sag doch einmal. Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetackelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Ja, zum Beispiel Bratheringe. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Ach, der arme Jack. Komm, hier hast du einen Rum. Hier hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Genau wie die Frauen. Aber hey! Lass uns handeln. Was hast du denn da? Schale eines Nauti... Ach, das bin ich. Nee, das ist er. Ich bin ja da. Schaufel, Dietriche, Telekinese, Schriftrolle. Der Zaubernde kann weit weg entfernte Objekte bewegen, manipulieren. Das wäre mal ganz interessant. Für 100 Gold. Wir haben momentan natürlich nur sehr wenig. Highstack wäre schön. Fläschchen wäre auch schön. Muschel. Ach komm, Goldwert. Die können wir eigentlich mal kaufen. Unterstützen wir den jungen Mann mal ein bisschen. Und eine schwarze Perle. Sehr selten und sehr wertvoll. Und 18 Gold. Komm, das gönnen wir uns mal. Ja, hier hast du noch 18 Gold und das war's. Ach, der arme Jack. Da haben wir ihm auch unten den Brathering geklaut. Und hier Jacks Truhe. Ich hoffe, können wir... Ach, das war hier wieder anders, ne? Mit F8, glaube ich. Genau. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Das heißt, wir müssen dem Jack irgendwie noch den Schlüssel abluchsen. Und da unten ist auch noch eine Truhe und da sitzt noch ein Angler, glaube ich. Nee, mit Jack können wir erstmal nichts mehr anfangen, vielleicht später noch. Ich will den auch nicht beklauen, das ist so ein armer alter Seebär, der tut mir richtig leid. Bevor wir jetzt da hinten langlaufen, gehe ich nochmal ganz kurz hier vorne die Quests durch, die wir dort hatten, falls wir dort noch welche hatten. Ich glaube, da unten wächst da was? Warte mal. Oder ist das nur irgendein Fitzel? Das ist nur irgendein... Nee, eine Hornmuschel. Ach, ist doch nicht nur ein Fitzel. So, das Bötchen ist leer. Das heißt, wir versuchen unser Glück mal da drüben auf dem Pier. Ich spare mir jetzt auch mal wieder den Pier-Brossenen-Witz, weil der ist ja eh schon alt. So. Wen haben wir denn da vorne? Was macht denn der da? Ach, der säuft. Nee, der spielt Flöte. Da ist er das Gleiche. Probleme haben wir alle. Ah ja, na gut. Schatztruhe. Speichern. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Scheiße. Ich will diese Schatztruhe. Arr. Mist, das kann ich gerade gar nicht. So, Rodriguez. Haben wir denn hier irgendwie ein Questlog? Genau, erledigt. Aktuell. Werft Hafenstadt. Die Karte der Insel. Wenn das so ist, was verlangst du für die Karte? Angemessener Preis, wenn sie fertig ist. Okay. Der gefangene Schatzsucher. Den müssen wir später holen, glaube ich. Patty will die Stadt verlassen. Du bist sehr jung für eine Nelsons Ring. Medizin für alle. Haben wir noch nicht ausgeliefert, die Medizin. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen von der Stadt. Sergio will Romanovs Gold.
Okay, was haben wir denn hier? Sehr löblich von dir, bla bla bla. Ich werde Romanovs Gold finden. Luca will die 5 Rüstungsplatten, der verschollene Vater. Es ist eine, die bla, okay. Die Baracke haben wir gefunden. Salty will seinen Fischstand verkaufen. Haben wir doch eigentlich auch schon jemanden gefunden. Wenn mich nicht alles täuscht. So, können wir bei, sollen wir bei Salty nochmal vorbeischauen? Ich frag den da nochmal. Und da ist er auch schon. Hey, Salty! Nee, die Fische will ich nicht sehen. Naja, gut. Okay, eins von diesen komischen, Rüstungsteilen. Das hat doch dieser blöde Typ da, dieser blöde, hochnäsige Typ da hinten in seinen Kisten drin. Wo die Frage aber auch ist, wie kommen wir da ran? Die werden ja bewacht ursprünglich von Ukkos, den haben wir uns aber gütlich gestimmt. Und wir müssen die Kiste irgendwie aufbrechen, wenn mich nicht alles täuscht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach, scheiße. Wir müssen irgendwie Schlösserknacken lernen. Hey, Ukkos, guck mal. Ich gehe ja schon. Weg mit dir. Ja, 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 ist ja gut. Ich wollte doch nur mal provozieren. Und vielleicht können wir da ins Lagerhaus noch irgendwie einsteigen. Geht das vielleicht von da hinten? Ich würde gerne mal... Ich speichere hier mal. Ich höre irgendwas grummeln. Oh. Raus! Ich gehe ja schon. Weg mit dir! Mann, hier darf man auch gar nichts. Ach, da darf ich aber rein, oder wie? Nimm hier keine Sachen weg! Nein, ich wollte doch nur gucken, Ukkos. Das ist doch kein Problem. Ich bin halt sehr neugierig. Betonung auf gierig. Sind wir alle so, da ist Janisch. Die Boote sind auch leer. Wie komme ich denn jetzt weiter? Kann ich die Karte schon abholen vielleicht? Ja klar, und den Gürger gibt's wirklich. Ist was? Nee, nee, ich laufe hier nur vorbei. Kein Problem. Wir könnten natürlich den Typen auch verraten, dass wir seinen Typen, den Spion, geschnappt haben. Ist die Karte fertig? Nein, noch nicht. Ja, ist ja klar. Was? Ach, Möhre. Die lasse ich ihm mal ausnahmsweise. So, das hier ist der Sid. Ich speichere mal gerade. Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Aber der Doyle kriegt ja dann aufs Maul. Hey, Puppe. Wegen deines Rings. Ich vermute, Sid hat deinen Ring gestohlen. Na und? Selbst wenn. Du kannst das nicht beweisen. Gib mir deinen Ring. Warum sollte ich das tun? Weil es nicht deiner ist. Ich schenk dir auch was anderes? Du kriegst Ärger mit der Inquisition. Ich bin doch nur ein schwaches Mädchen. Die Inquisition wird mich bestimmt nicht rekrutieren. Ach, Mensch. Komm schon. Ich schenk dir auch was anderes. Das klingt verlockend. Gut, ich will eine Perlenkette. Schenk mir eine Perlenkette, dann bekommst du den Ring. Guck mal, ich hab sogar eine. Ich habe hier eine hübsche Perlenkette. Na gut, ich gebe dir dafür den Ring. Aber glaube ja nicht, dass du mir oder Sid damit etwas anhängen kannst. Wir werden alles abstreiten. Ob euch das im Knast was bringt, das... Hier gibt es nichts Interessantes für dich. Ich hab schon alles, was ich brauche. Den Ring haben wir, glaube ich, von ihm hier. Also nicht wir, sondern der wurde ja von ihm ja gestohlen, glaube ich, ne? Hier, ich hab deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Ach, das ist aber nett. Vielen Dank. Das finde ich ja super. Jetzt haben wir einen formschönen Ring, von dem ich gar nicht weiß, was wir mit dem anfangen können. Ring des Schützen, Armbrust, Nelsons Ring, macht Akrobatik plus 1. Wo ist denn hier der Charaktersheet?
Machen wir mal Axtkampf plus 1. Akrobatik plus 1 kann er nicht schaden. Eine leichte Armbrust können wir uns auch mal installieren. Bolzen haben wir auch. Was haben wir denn überhaupt alles? Wir haben noch nicht mal eine Rüstung, verdammt. Echt nicht? Halskette, Ring des Aktkämpfers, bla, Ring des... Hier, Ring des Schützen können wir jetzt mal dran machen. Eine Rüstung wäre vielleicht echt mal sinnvoll, Freunde. Wieso haben wir denn da noch keinen jetzt? Sag doch mal was. Und vor allem, wo kriegen wir denn eine her? Waffen, Rüstungen. Hiebwaffenschaden plus 2. Welchen haben wir denn aktiviert? Den hier, ne? Oder? Hiebwaffenschaden 1. Hiebwaffenschaden 2. Schutz vor Pipapo. So, ach, ich glaube, ja, der ist schon aktiviert. Das ist ja ganz merkwürdig hier. Einen Helm können wir noch hier. Können wir noch irgendwas. Halskette können wir ja einfach irgendeine tragen, obwohl wir die nicht brauchen. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen neuen Schlüpper. Das wäre ganz gut. Dann können wir uns mal ein bisschen ausrüsten. Aber dafür braucht man natürlich auch Geld.